In gut einer Woche ist der nächste Jahrestag für den Krieg in der Ukraine. Dann beginnt schon das dritte Kriegsjahr. Was wir hier sehen, ist Butscha, der Vorort von Kiew, der ja zum Schauplatz mehrerer Kriegsverbrechen geworden ist. 460 tote Ukrainer wurden hier entdeckt, offenbar ermordet von russischen Besatzern gleich zu Anfang des Krieges. Ein Massengrab direkt vor der orthodoxen Kirche. Und Krippenbauer aus Recklinghausen haben genau diese Kirche nachgebildet. Und als eine Art Mahnmal ist die jetzt immer wieder in unterschiedlichen Kirchen zu sehen. Sie haben die orthodoxe Kirche in Butscha nachgebaut. Hier in der Johanneskirche in Recklinghausen hat sie mehrere Monate gestanden. Jetzt soll die Modellkirche wieder umziehen nach St. Peter in die Innenstadt. Nach jeder Ausstellung gibt es für die Krippenbauer immer etwas zu tun. Fenster fallen raus, das Kreuz oben auf der Kuppel muss stabilisiert werden. Die Kirche als Modell erinnert an das Massaker der Russen in dem Vorort Butscha in Kiew. Kirche ist auch immer politisch. Kirche ist sozial, Kirche ist politisch und sollte dementsprechend auch da Signale setzen. Kirche darf nicht schweigen, die muss auch zu sowas Stellung beziehen. Das maßstabsgerechte Modell ist ein Herzensprojekt der Krippenbauer aus dem Stadtteil Stuckenbusch in Recklinghausen. Hier in dem Schuppen haben sie sich eingerichtet. Die Werkstatt hat alles, was Modellbauern das Herz höher schlagen lässt. Der Nachbau hat mehrere Monate gedauert und ist mit viel Liebe zum Detail umgesetzt worden. Wir sind damals angefangen zu dem Zeitpunkt, wo wir geglaubt haben, dass der Krieg möglichst nicht so lange ging. Aber wir sind da leider eines Schlechteren belehrt worden. Die Bilder vom Massaker damals um die orthodoxe Kirche in Butscha herum machte sie fassungslos. An Butscha hat mich sehr viel angefasst. Der Krieg überhaupt und dass in der heutigen Zeit sowas noch möglich ist. Ich habe sehr viele Bekannte, die aus Polen, die aus der Ukraine, aus dem Osten kommen und die dann natürlich auch immer wieder bei mir in Erinnerung oder bei uns in Erinnerung sind. Und unsere Aufgabe ist es, glaube ich, auch in diesem Moment immer wieder daran zu erinnern, an diese Untaten, die da passiert sind und die immer noch tagtäglich da passieren. Die Kuppel ist wieder fit für die nächste Ausstellung. Die Krippenbauer kümmern sich eigentlich um diese XXL-Krippe, die jeden Tag aus NRW hunderte Besucher anlockt. St. Peter in der Recklinghäuser Innenstadt wird die nächste Heimat des Nachbaus. Das Modell ist so konstruiert, dass es schnell wieder ab und dann wieder aufgebaut werden kann. Mit dabei Karl Kemper, der Propst, also der Pfarrer für die katholischen Kirchen in Recklinghausen. Er unterstützte die Krippenbauer bei ihrem Butscha-Vorhaben und hatte die Idee, dass das Modell in möglichst vielen Kirchen der Stadt ausgestellt wird. Und dass wir in unseren Kirchen eine andere Kirche bergen, die man nicht schützen konnte und die zu einem Symbol geworden ist für alles das, was wir auch an Unmenschlichen und an Kälte in so einem Krieg erfahren. Ganz wichtig und immer dabei die Spendenbox. 12.000 Euro haben die Krippenbauer eingesammelt. Es kommt einem Waisenhaus in Kiew zugute.